Meine Unterhose schlackert jetzt nicht mehr, ja, weil es jetzt eben kalt ist. Wir haben ja so ein paar Verbindungsprobleme. Der Günther fliegt immer raus. Aber wir machen jetzt einfach mal motiviert weiter. Oder motiviert. Das ist echt Probleme mit Müttern und Omis und sowas, ne? Also, wollen wir morgen Abend einfach drüber reden? Ja, also ich hätte. Ja, also ich glaube, deine Freunde könnten da wahrscheinlich auch sehr viel zu sagen. Ich glaube auch. Ich kenne das ja schon ein bisschen länger, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Mitten in der Nacht gehe ich jetzt Holz sägen. Oh, schön, du. Ich glaube, die Nachbarn sind super begeistert davon. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Ja, ich komme, das dauert nur ein bisschen. Ich baue jetzt den Luxushühnerstall. Hattest du eigentlich geguckt, ob wir ein zweites Auto kaufen können jetzt? Ich habe da gerade, also bestimmt, weil man kann es verkaufen, aber ich habe da gerade nur irgendwas mit Upgraden und hier verkaufen gefunden. Ich glaube fast, wir können nur eins haben. Mhm. Aber vielleicht kann man die Holzanhänger auch per Hand ziehen. Oh, ich bin ja bei unserer Ölpumpe, Dingsbums. Was ist das hier? Oh, die Bienen. Und ein Wolf jagt mich. Nein! Oh Gott, der jagt mich. Du hast ja deine Waffe dabei. Naja, ich komm schon. Oh. Meine Güte, du Arschgesicht. Ach, dann bring ich gleich noch einen Braten mit nach Hause. Hm? Lecker, du. Jetzt sagt die Ölpumpe. Okay, die hat schon wieder... Hat die schon wieder 39? Okay, die hat schon wieder 39. Wir können gleich ein Ölfass verkaufen. Das gibt auch ordentlich Geld. Oh, das hört sich gut an. Und wir können irgendwo noch eine zweite Ölquelle finden und noch eine Pumpe bauen. Dann haben wir noch eine Öleinnahmequelle. Können wir daraus dann auch irgendwann unseren eigenen Diesel machen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Bobbycar? Könnte tatsächlich. Ich weiß es tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich hole dich mal ab, sonst. Ich bin gleich da. Ich habe auch noch. Oh, okay. Ich komme schon. Ich habe noch ein bisschen Fleisch auf dem Rücksitz. Jo. Bei unserer Ölpumpe liegt auch noch ein Stück Braten. Und warte mal, ich mache noch einen neuen Braten. Ach so, weil das nicht geladen ist. Willst du wieder rumballern? Ja. Ach da. Hier liegt ein Braten. Ich nehme den mit, den Braten hier nehme ich mit. Dann kannst du das schon mal wieder verkaufen. Obwohl, nachts hat der Laden, glaube ich, zu. Aber wir können auch schlafen gehen. Ah, dann steht man wieder mit Sonnenschein auf, oder? Ja. Dann müssen wir kurz zurück zum Zelt, da können wir pennen. Oder in unserer Bude müssten wir eigentlich auch pennen können. Oh, und die Scheiße hier muss abgerissen werden. Hier vorne soll ein neuer Stall hin. Wir können eigentlich hier vorne mit dem Hühnerstall anfangen, oder? Obwohl, nee, ich weiß noch nicht. Oh. Erstmal speichern. Musst du dir da ja, ich glaube erstmal eine Nacht drüber, ne? Ja, er weiß noch nicht. Ich lieg hier im Zelt. Wo ist hier ein Zelt? Neben dem abbruchreifen Stallgebäude da. Ach so, die vorne stehen? Ja. Ah. Das hat das Spiel automatisch aufgestellt, damit wir irgendwo schlafen können. Oh, das ist ja gut. Ja. Ach da. Ich lieg schon drin. Ah. Sieht schön aus. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen! Ah. Guten Morgen, Sonnenschein. Erstmal die Scheiße wegräumen hier. So. Kann man eigentlich auch im Laden verkaufen oder nur im Baumarkt? Nee, auch im Laden. Verkaufen kannst du überall. Ich glaube, es gibt auch überall die gleichen Preise. Ah, okay. So, ich reiß die Scheiße jetzt ab hier. Reiß die Scheiße ab. Wobei das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt.
nicht so schön wie in den anderen Spielen, die wir die letzten Male gespielt haben. Genau. Das Dach ist ein bisschen buggy. Das Dach lässt sich nicht einfach so abreißen. Manchmal. Wenn man zuerst die Wände abreißt? Ja, dann das alles ist... zusammen, oder? Nee, nee, leider nicht. Du sollst immer die markierten Objekte abreißen, aber manchmal geht das eben nicht. Ah, okay. Ah, das geht jetzt aber. So, und jetzt kann ich das wohl abreißen, wa? Ja. Kann man eigentlich so einen Holzschuppen auch bauen, wo man Holz auf Vorrat lagert? Müsste man eigentlich, oder? Wird ja Sinn machen, ne? Ja, irgendwie schon. Ach, ich erinnere mich noch, letztes Mal konnte ich das gar nicht abreißen, weil ich hier hänge. Ging das jetzt? Nee, jetzt geht das schon wieder nicht. Oh. Ich krieg's Dach nicht abgerissen. Oh, du hast wieder Geld, du hast wieder was verkauft. Ich hab wieder was verkauft. Schön. Aber wo geht's? Gibt's Money? Im Laden müsste, da steht Kugeln, heißt das. Okay. Ich habe auch erst gesucht, bis ich die gefunden habe. Also der Laden außerhalb der Stadt oder welcher? Ja, die heißt Laden auf der Map, glaube ich auch einfach. Ja, da wo du bist eigentlich, da gibt's das. So, jetzt haben wir das gleiche Problem. Ich brauche gleich das Auto. Ich kann das ohne Auto nicht abreißen. Ja, ja. Er lässt mich das nicht abreißen. Bring dir mal ein Halsband mit, ne? Oh ja, mach mal. Keine Ahnung. Zelt. Oh, jetzt geht's. Ich krieg's doch hin. So, ist weg, oder? Ja. Ist das ein Futtersack? Oh. Ich hatte sogar Futter hier, das wusste ich gar nicht. So, dann wollen wir mal sehen. Teurer Stall. Ah, hier ist doch schön für unsere Hühners. Ah, herrlich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein paar Holzplanken habe ich noch. Oh, es ist schon wieder passiert. Der Günther ist schon wieder rausgeflogen. Oh Mann, warum ist das immer so bei diesen Multiplayer-Games, dass die so buggy laufen manchmal? Das ist so schade. Und das ist wieder passiert. Ja, ich hab's gerade schon gehört. Warum sind die immer so buggy, diese Multiplayer-Games? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bringe dir auf jeden Fall jetzt erstmal das Auto zurück. Ja, ja, mach mal, alles gut. Ich bin hier am Sägen schon wieder. Ich säge. Und? Die Säge kreischt. Sägst du so das Abrisshaus oder? Nee, ich baue einen Stall jetzt. Ich habe angefangen, unseren neuen Hühnerstall zu bauen. Den Luxusstall. Ist das schon eine Kreissäge? Ja. Oder muss das mit so einer Handsäge machen? Nee, nee, ist eine Kreissäge. Oh, geil. Die haben wir zum Glück schon. Trotzdem ist sie nicht die schnellste. Und was hast du am Anfang vom Farm-Simulator gemacht? Also beim ersten Mal, was dir nicht so gefallen hatte? Ich habe das Tutorial gemacht.
Und das hat halt ewig gedauert und ich habe dann überhaupt nicht gewusst, wie ich gut Geld verdiene und habe einfach, ja. Ja, gut. Es hat nichts geklappt. Ich habe das Haus nicht abgerissen gekriegt und ich habe das andere Gebäude ewig nicht fertig gekriegt und dann habe ich gedacht, nee, das ist doof. Ja, kann ich auch verstehen, du. Das war mal nur zum Ausprobieren, wie das Spiel so ist und dann dran, ja. War das dann noch so die Beta dabei oder war das dann auch schon voll? Nee, das war auch schon diese Version, aber ich habe halt gar keine Ahnung gehabt. Ja, gut. Ja, ist halt ein Rennsimulator, ne? Da ja. Geht man dann einfach mal rein. Genau. Ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass man irgendwie Ölfelder oder so hat, ne? Das, Das ist schon gar nicht so verkehrt, du. Ne? Öl, das schwarze Gold. Ja. Jetzt glaube ich erstmal hoch zum Laden. Das Spiel kann sich auch nicht so entscheiden mit den Alpha-Wänden. Nee, kann es auch nicht. Weil ich bin jetzt durch eine durchgeglitscht. Ich kann jetzt nicht mehr auf die Straße laufen. Oh, na ja. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ist halt Early Access, aber ist es ja nicht mal. Also ich finde für ein PC-Spiel ist das halt so ein bisschen, also ich finde da 25 oder 27 Euro finde ich da schon, ne, ist schon ein bisschen, Vollpreis ist quasi. Ist ein bisschen doll. Ja, also ich finde, wenn man sich halt so anguckt, Enshrouded oder so. Ja, kostet das gleiche, ne? Ja. Nightingale ist gerade im Angebot. Habe ich auch schon gesehen. Du. 40% off. Ich bin am überlegen, ob ich es mir jetzt einfach hole. War das denn eigentlich nochmal so? Also da ist man da. Das war quasi das so. Nicht irgendwie so ein bisschen Fantasy-mäßig? Dabei, ja, wie Enshrouded, nur mit verschiedenen Realms. Also man reist wohl durch Portale in verschiedene Welten. Okay. Also ich hätte schon Bock, da mal reinzuschauen. Wobei man halt deutlich noch. Also die Bewertung, ich habe mir die nochmal durchgelesen, sagen halt alle, man merkt deutlich, dass es noch Early Access ist, dass ganz viel noch ja, sehr ist ähnlich halt ist und noch, so. Ne? Ja, ja, genau. Das war halt auch das Problem, da ging ja einmal so ein Hype durch und dann war es das, ne? Ja, genau. Aber ich bin die ganze Zeit schon mal überlegen, ich glaube, ich hol's mir jetzt einfach, weil es 40% ist schon ein ganz guter Discount. Ja, stimmt. Mhm. Das würde ich auch für den Montagabend mal wieder sehen, dass wir da montags noch mal reingucken. Und auch dann nur montags vielleicht, damit das auch ein paar Wochen anhält. Ja, ja. Das ist ja auch wieder mit Kämpfen und Bossen und so. Das ist ja auch so ein bisschen wieder ein bisschen challenging. Ja, stimmt. Erstmal Montag hier, wie heißt das nochmal? Dark Pictures, ja. Dark Pictures, doch. Oh, bin ja gespannt. Ich auch. Ob wir am Ende alle retten werden. Wir haben ja bis jetzt sehr gut entschieden, ne? Also wir waren wirklich gut. Ja, auch. Wenn ich so ein paar Mal von den Quicktime-Events ein bisschen überrascht wurde, aber. Ja, das ist so. Ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Oh Gott, jetzt habe ich meine Bretter fallen gelassen. Ich säge hier wie so ein Weltmeister. Ja, du machst richtig gut Meter, du. Ich mache richtig Holz hier. So. Wenn du auch irgendwann auch richtig Holz vor den Hütten hast, ne? Ja, endlich. Oh, mit meiner schönen blauen Unterbüchse hier. Ah, ich liebe es. Die ist jetzt blau? Ja, meine Unterbüchse ist blau. Bei mir war sie weiß. Ja, sie ist weiß-blau. Sie ist kariert. Und wenn ich sie noch ein paar Tage trage, dann hat sie auch noch so ein bisschen braun-gelb. So eine schöne Tigerentenunterhose, ne? Ja, geil, oder? Die ganzen Kinder, die früher Tigerentenclub geguckt haben, weißt du, heute wissen sie, wofür die Tigerente eigentlich steht. Ach, das baust du hier. Ja, das steige ich hin. Ah, da bist du ja. Ich bin hier an. Siehst du, wie ich hier säge? Zum Glück braucht sie nicht so viel Sprit. Die braucht auch Sprit? Ja, dafür musst du auch immer Kanister holen. Aber die braucht zum Glück nicht so viel. Na, okay. Nee, so viel wie das Auto. Nee. Von 100 haben wir schon.
Oh, hast du einen massiven Balken in der Hand. Warte, wie? Mit E. Mit E oder wie? Mhm. Ah, okay. Bei mir stand da immer nur ausschalten, deswegen. Ja, du musst genau auf diesen grünen Dings und dann mit E und dann steht da installieren. Dann installierst du einen Balken. Das ist ja Hammer, doch. Geil. Und dann kriegst du zwei Bretter aus einem so ein Ding. Ah. ...52 Metall müssen wir auch, und das müssen wir kaufen. Oha. Ja gut. Gibt ja irgendwie so ein Bundle mit 50 Metall dabei, ne? Ja. Das günstiger war. Ja, $500 kostet das, glaube ich. Ja, gut. Aber wenn wir unser Öl verkaufen, ich glaube, dann haben wir die $500 schon. Und dann kann ich auch gleich einen Huhn mitbringen. Oh. Willst du sonst kurz weitersägen, dann fahre ich mal los? Ja, ja, mach mal. Ich fahre mal kurz. Wir müssen auch tanken. Du hast eine Karre leer gefahren. Ja, gut. Haben eine kleine Spritztour gemacht. Ja, dann muss ich auch noch kurz tanken fahren. Nochmal in die Kneipe, du. Ja, tschüss, ne? Ja, ja, ja. Ich komme morgen irgendwann wieder. Ja, ja, sollst du jetzt erstmal die Hucke voll, ne? Ah, geil. Oh, ich mache hier Furchen ins Feld. Schön. Stell dich nicht so an, du blöder Scheißwagen. Liegt hier irgendwo eine Axt rum auf der Ranch, oder? Hast du gar keine? Glaub nicht. Also ich hatte meine automatisch. Ich hab Bauen und Abreißen. Okay. Aber kannst du nicht einfach an die Bäume rangehen? Dann müsste er dir eh anzeigen. Ich probier gleich mal. Kann ich das so schon verkaufen? Oh. Ach so. Oh Gott. Das Fass ist nicht voll, aber ich versuch's trotzdem mal zu verkaufen. Mal sehen, ob er das macht. Oh, hier liegt noch ein Braten. Lecker, du. Den nehme ich mit. Der liegt schon eine ganze 24 Stunden auf der Wiese. Der ist schon ein bisschen gegärt. Ja, das kann gut sein. Bin da irgendwie nicht mal durch auf die Alphawanke. Oder war das hier direkt vor unserer Haustür, oder? Nee, der liegt hier bei der Ölpumpe. Ah, okay, ne. So. Ups. Aha. Erstmal tanken. Oh, was kostet der Liter heute? $1. Oh, das geht ja. Ja, da geht gut raus. So. So. Kann ich hier bei der Tanke eigentlich was anderes kaufen? Nee, come in, we are open. Ja, aber die Tür ist trotzdem zu, du Arschloch. Ich kann nicht rein. Karre ist voll. Eine Scheiße, du. Jetzt kannst du gleich wieder eine Spritztour machen. Karre ist wieder voll. Oh, ich mache jetzt einmal ein bisschen Holz, du. Ja, du bist ja auch so der Holzfäller-Typ. Ja, ja. Ah, schön. Oh, falsche Tür. Halt! Ups. Moment. Entschuldigung, ich wollte gar nicht ins Krankenhaus. Habt ihr ein Krankenhaus? Ja, ja, da gab's eins. Ich bin gerade durch die Tür gebrettert, etwas unsanft. Oh, interessant. Na, ich bin halt krank im Kopf, ne? Ja, und da kannst du auch da rein, ne? Also, ja. Verbietet dir ja keiner. Nein. So, mal sehen, ob ich das verkaufen kann, das Fass, oder muss es erst voll sein? Verkaufen. Öl. Oh, okay. Lohnt sich? Wir haben $500. Jo.
Geil. Kaufen. Wir haben $885. Davon kannst du ja jetzt mal, ich hol mal Metall. Eine Runde bei Susi ausgeben. Geil, oder? Ich kann bei Omi einmal eine Runde machen. Warum bei Omi? Warum? Brauchen wir noch irgendwas Schönes? Haben wir unser Ölfass jetzt noch oder hat er das mitverkauft? Nee, das Fass ist noch da. Schön. Ach, wir brauchen ja mehr als 50 Metall, ne? Ich muss nochmal da 10 dazu kaufen. Ich glaube 52 waren ja, das. Aber ich muss nochmal 10 dazu kaufen. Aber Hühner kann ich hier nicht kaufen. Ich muss Hühner, oder kann ich hier doch Hühner kaufen? Beim Laden kriegst du die auf jeden Fall. Ja, ich glaube, hier kann ich die nicht kaufen, ne? Nee. Aber wenn du findest, bring nochmal Muni mit. Ja, mach ich. So, pass auf, dann kaufe ich jetzt nochmal 10 Metall. Auch wenn die überteuert sind. Obwohl sind sie gar nicht. Es gibt gar keinen Discount. Ist schon ein bisschen gemein. Ist einfach immer generell Wucher. Ja. Machen die gar keinen Hehl draus. Oh, dann können wir unsere ersten Hühner gleich. Und da müssen wir aber auch aufpassen. Die dürfen nicht wieder so enden. Ja, bring auch gleich mal Futter mit, ne? Ja, mache ich. Einen Sack haben wir ja noch, aber ich bringe noch einen mit. Obwohl, du bist ja auch der alte Sack, der zu Hause sitzt. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Du bist nicht älter als ich? Ja, stimmt. Aber darüber reden wir nicht. Oh, warte. Halt. Halt! Stehen bleiben. Da ist ein Hirsch in der Stadt. So. Da war ein Hirsch in der Stadt. Das ist deine Stadt, ne? Ja, der ist raus hier, der Hirsch. Da der hat hier nichts zu suchen. Hier nichts zu suchen. Nee. So. Schön Braten mitnehmen. Kannst du noch Treibstoff für die Kreissäge mitbringen? Ist da in beiden Kanistern nichts mehr? Ach nee, der andere ist ja. Nee, der Kanister ist. Ich muss ja, da muss ich auch noch einen Kanister kaufen. Aber mache ich, wir brauchen sowieso oder mehr Kanister. Warte. Obwohl, du kannst. Nimm mal den Kanister raus und wieder rein. Dann müsste es wieder gehen. Ja, ja. Ja, geht. Das ist ein bisschen komisch, der füllt nicht automatisch nach. Hatte ich heute Morgen auch. Ach, ich kann auch beim Laden unseren Braten verkaufen. Oh, ich fahr mal zum Laden. Oh, wie ist das denn passiert? Gut, dass der das nicht gesehen hat, das ist sein Auto. Was hast du gemacht? Nix. Ich weiß nicht, ob man dir da so vertrauen kann, ne? Ist alles gut, ist nichts passiert. Mhm. Oh, ich kann hier nochmal wieder anhalten. Halt, ich kann das fast gleich wieder abgeben. So. Ich glaube, ich habe die übrigens beschissen. Da waren nur 43 drin. Ich habe den aber 50 verkauft, 50 Liter. Du Schwein, du. Das fällt bestimmt nicht auf. Ich glaube, wenn die das so annehmen. Die haben wir bei der Mafia am Hals, du. Nein, 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 nein. Doch, die Hillbilly-Mafia, du. Ja, okay. So. Was für ein Verkehr hier. Das Wohnmobil, oh Gott. Ist das der Laden? Ah, ja. So. So, hier sind Kugeln. So ein Hahn ist teuer. Wir können uns erstmal keinen Hahn leisten. Es tut mir leid. Oh, gibt's nur normale Hühner? Ja, den Hahn kostet 250. Das haben wir nicht. Ja, und der legt ja auch keine Eier, ne? Nee, da bringt uns nichts. Der begattet nur die. Oder? Begattet der die, damit man mehr Hühner bekommt? Oder ja, der befruchtet tatsächlich Eier, das geht. Ja. Ein Sack Weizen kaufe ich für die Hühner, ne? Was anderes? Futter und Wasser? Haustierfutter, Sack Weizen. Ja, Sack Weizen. So, genug Holz haben wir jetzt. Sehr schön. Wir sind auch pleite.
Wir haben noch 11 Cent. Also man darf die echt nicht mit Geld losgehen lassen, ne? Wir haben noch 11 Cent. Du hast gesagt, ich soll einkaufen. Nein, nein, hab ich nicht. Du solltest so eigentlich nur Kugeln und Hühner holen. Ich hab auch Futter gekauft. Du hast gesagt, ich soll auch Futter kaufen. Das war teuer. Ja, wie viel? Ich hab gleich 2 Säcke geholt. Mhm. Das ist gar nicht so viel. Aber hier Kugeln haben wir jetzt wieder. Ich hab 72 gekauft. Oh Gott. Die dicke Bertha. Kann ich denen einen Namen geben? Kann ich den Hühnern einen Namen geben? Ich komme nach Hause, ja? Ja, ja, mach mal. Ich freue mich drauf. Hallo! Bist du schon da? Ich bin schon da. Hab ich gar nicht an mir vorbeifahren gehört. Lass mich in Ruhe. Weißt du, du sagst, wirfst mir vor, dass ich verschwenderisch bin und dann machst du mit unserer Muni. Naja, wir müssen ja auch ein bisschen hier, ne? Guck mal, hier, da, nein! Jetzt haben unsere Hühner gleich einen toten Menschen gesehen. Kann man sich auch hinhocken? Ja, oh, kann man. Weißt du, jetzt sagt er über mich wieder, wenn ich mit der Oma da Dinge tue. Na, guck dir das mal an. Zum Glück ist das geblurrt. Echt so ist es? Oh, ja. Schade. Warte. Leichenschändung. Hä, ich laufe immer automatisch los, wenn das passiert. Lauf. Bitte lass mich. Ich möchte das nicht. Ich hatte das ihn ist kurzzeitig, mein Körper. Ich hatte ihn kurzzeitig im Mund. Den Revolver natürlich, meine ich. Ja, 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 ja. Geh weg! So, ich möchte jetzt das Huhn mitnehmen. Kannst du aufhören zu schießen, bitte? Sonst ist das ja, Huhn gut, gleich. Ja, guck gut, mal. Hier. Wo bist du denn jetzt? Hier ist das Hühnchen. So, pass auf, wir bringen es da jetzt rein. So. Und rein da. Hallo! Es läuft raus! Du musst dich. Warte, das Huhn. Tür zu. Wie machen wir geben mit einfach zu fressen? Gab es da nicht so eine Anleitung oder sowas? Ja, Tutorial habe ich ja übersprungen. Brauchen wir auch nicht, ne? Nee. Nein! Kann ich das da reinkippen oder kann man einen Futtertrog machen? Warte mal, ich guck mal kurz beim Baumenü. Kann man einen Futtertrog machen? Holzplanke, Holzfundament. Holztor. Wandschild. Kann Kaktus bauen. Geil. Kleiner was? Kleiner Futtertrog. 6 Holzplanken. Oh Gott, du schon wieder mit dem Gewehr. Pass auf, wir müssen den hier reinbringen. Oh Gott, das geht so nicht. Kannst du mal die Tür aufmachen? Mhm. Dann können wir hier rein. Ja, das geht. Guck mal, hier können wir einen Futtertrog hinbauen. Wir brauchen noch mal 12 Holzplanken. Wir bauen gleich 2, würde ich sagen, damit die auch genug zu fressen haben. Ja, das hört sich gut an. Ach so, aber die bauen wir natürlich erst in der nächsten Folge, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und bis zur nächsten Folge, dann werden die Hühner gefüttert. Und ich werde